Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um die Sonderaufgaben der Übertragungsnetzbetreiber mit den RLM, Energiedaten und Stammdaten, die jetzt zum 1. April 2020 in Kraft treten werden. Das Ganze entwickelte sich so mehr oder weniger parallel oder etwas nach der Marco 2020, die ja schon neue Massenprozessaufgaben für die UNBs in den klassischen Prozessbereichen der Energiewirtschaft mitgebracht haben. Die UNBs haben ja jetzt praktisch die Stammdatenverantwortung und Aggregationsverantwortung für die Energiedaten von den intelligenten Messsystemen, also den richtig smarten Smart Metern. Und jetzt ist es ja im letzten Jahr passiert, dadurch, dass es so ein paar Schwankungen im Stromnetz gab, die tatsächlich teilweise auf Spekulation von Anbietern basieren, dass man also deswegen neue und bessere Aufsichtsaufgaben der ja fast schon behördlichen Übertragungsnetzbetreiber einführen wollte. Und genau dafür sollen eben Energiedaten für alle RLM-Zähler, für alle registrierenden Lastgangmessungszähler an die ÖNBs geschickt werden, damit die mit diesen Daten eben mal ein bisschen gucken können und das ein bisschen einschätzen können und auf dieser Grundlage dann eben auch zum Beispiel Aufsichtsaufgaben besser durchführen können, indem sie eben sagen, du lieber böser Bilanzkreisverantwortlicher, du musst da doch nochmal was anpassen bei deinen Daten, bei deiner Planung für deinen Bilanzkreis. Und dafür gab es jetzt tatsächlich am 11. Dezember letzten Jahres, am 11.12.2019, einen Beschluss als Teil von mehreren Beschlüssen der Bundesnetzagentur, und zwar heißt der BK 6/19/218 und heißt Übermittlung von Einzellastgangdaten an die Übertragungsnetzbetreiber. Ich zitiere mal kurz den Hintergrund. Zur Ermöglichung eines kurzfristigen Monitorings der ÜNBs über die Bewirtschaftungsgüte der in der jeweiligen Regelzone geführten Bilanzkreise, also für das korrekte Ausgleichen der Bilanzkreise, ist vorgesehen, den Umfang der zur Verfügung gestellten Daten zum 1.4.2020 zu erhöhen. So sollen die ÖNBs künftig für viertelstündlich gemessene Einspeiser und Verbraucher einzelzählpunktscharfe Messwerte am folgenden Werktag erhalten, um auf dieser Basis eine schnelle Plausibilisierung und so weiter vornehmen zu können. Bedeutet, für alle RLM-Zähler und für alle REM-Zähler, also für alle Lastgang- und Einspeisegangzähler, die also über 100.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr haben, beziehungsweise eine entsprechende hohe Einspeiseleistung haben, die müssen in Zukunft ihre Daten auch an die ÖNBs schicken. Die Messstellenbetreiber haben das in der Vergangenheit ja sowieso schon in Richtung der Lieferanten geschickt. Das heißt, der Prozess als solcher im Hintergrund ist der gleiche, nur eben, dass es eine Erweiterung der Empfänger auf die ÜNBs praktisch stattfindet. Und zwar wird genau dafür einiges geändert in den Prozessvorgaben, nämlich in den WIM, in den Wechselprozessen im Messwesen, in den GBKE, Geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit Elektrizität, und in den MABES, Marktprozesse zur Bilanzkreisabrechnung Strom. Und zwar wird Folgendes angepasst. In den WIM gibt es eine Änderung in einer Tabelle namens Darstellung der zu übermittelnden Werte. Das ist Kapitel 2.6.9. Dort wird festgelegt und klar gesagt, welche Energiedaten an wen zu übertragen sind. Und dort gibt es ein schönes Detail, nämlich dass im Bereich der turnusmäßigen oder regelmäßigen Ablesungen, das wäre im SLP-Bereich die Jahresablesung, das ist bei RLM jede Viertelstunde, dass dort also für die registrierende Lastgangmessung und für die registrierende Einspeisegangmessung auf Basis der Marktlokation, also sagen wir mal Summenzähler, festgelegt wird, dass die ausgelesenen Daten nicht nur an Netzbetreiber und Lieferant, sondern auch an den Übertragungsnetzbetreiber geschickt werden sollen. Also der MSB, der Messstellenbetreiber, schickt es an den Verteilnetzbetreiber, an den Lieferanten und jetzt neuerdings an den Übertragungsnetzbetreiber. Das heißt, für die in etwa 400.000 RLM-Zähler, die wir in Deutschland haben, werden 96 Tageswerte erzeugt und die jetzt eben auch an die Übertragungsnetzbetreiber übertragen. Das hatte den Hintergrund, dass wir bei diesen großen Verbrauchern und großen Einspeisern möglichst zeitnah, möglichst echte Werte haben wollen, damit wir diese eben auch in das gesamte Energiemanagement einfließen lassen können. Und in diesem Kontext wird das Ganze jetzt eben auch an die Übertragungsnetzbetreiber übertragen.
Das bedeutet aber, die Übertragungsbetreiber hatten ja in der Vergangenheit niemals diese Massenprozesse in diesen klassischen Prozessbereichen für ihren Bereich der Bilanzkoordination, des BICOs. Natürlich, dort haben die mit jeder Menge Energiedaten zu tun, aber nicht im Bereich des ÜNBs. Dort haben sie natürlich bisher gar nichts zu tun gehabt. Jetzt kam daher die Info über die Marco 2020, hey, ihr habt dann jetzt was mit den Daten der intelligenten Messsysteme zu tun. Und die intelligenten Messsysteme, die werden ja erst nach und nach ausgerollt. Das heißt, ihr habt in eurer Regelzone, ist ja immer so etwa ein Viertel von Deutschland, in dieser Regelzone habt ihr dann halt mal irgendwann so 100 und dann mal 1000, dann mal 10.000, dann mal irgendwann 100.000 Geräte. Aber eben nach und nach über die Jahre hinweg. Jetzt bekommt ihr ja zum 1.4. von heute auf morgen die Daten zugestellt für 400.000 RLM-Zähler, die ja jetzt natürlich verteilt sind auf die verschiedenen Regelzonen. Das heißt, die eine Regelzone wird sowas wie 150.000 Zähler haben, die andere nur so, vielleicht auch mal nur 50.000. Zum Beispiel ist der Transnet BW von der Fläche her deutlich kleiner als die anderen ÜNBs, hat aber in Baden-Württemberg wahrscheinlich ein bisschen mehr Industrie und dementsprechend auch ein paar mehr RLM-Zähler als die anderen Bereiche. Also 400.000 RLM-Zähler bedeuten mal 96 Werte, so etwa 40 Millionen Messwerte am Tag. Aufs Jahr hochgerechnet kann man sich vorstellen, das ist relativ viel und das muss in den Systemen, in denen die ÜNB-Aufgaben der Marco 2020 durchgeführt werden, jetzt auch, da müssen die umgesetzt werden, diese Daten. Darauf sind die nicht unbedingt vorbereitet gewesen, weil die ja natürlich die Last der EMS Energiedaten und Stammdaten praktisch ja eigentlich nur abbilden sollten. Das heißt, da müssen jetzt im Zweifel bessere Serverinfrastrukturen noch dahinter liegen, damit auch diese RLM-Daten dort in Summe bearbeitet, empfangen und bearbeitet werden können und natürlich auch ausgewertet werden können, weil das ist ja die eigentliche Aufgabe der ÜNBs, die hier ja abgebildet werden soll. Die Bilanzkreistreue der BKVs, der Bilanzkreisverantwortlichen, muss von den BICOs, den Bilanzkoordinatoren und in Personalunion von den ÜNBs hier geprüft werden. Dafür also einerseits die Anpassung der WIM, die ich hier gerade skizziert habe. Diese Anpassung, dass diese Daten an den ÜNB geschickt werden sollen, ist übrigens auch schon im Messstellenbetriebsgesetz so vorgesehen gewesen, nämlich im Paragraph 60 Absatz 3 Nummer 3 wird beschrieben, welche Daten an die Bilanzkoordinatoren und Übertragungsnetzbetreiber übertragen werden sollen. Und da sind eben genau diese Daten auch schon vorgesehen. Das heißt, irgendwann wäre es sowieso passiert, aber jetzt eben mal schön zum 1.4.2020, damit es richtig viel Spaß macht. Weil die Marco 2020 ja so super angelaufen ist. Deswegen macht man sowas. Jedenfalls gibt es neben dieser Änderung in der WIM auch noch Änderungen in zum Beispiel der MABIS, nämlich einen neuen Prozess namens Übermittlung der Netzgangzeitreihe, nicht zu verwechseln mit der Netzzeitreihe. Und das bedeutet, dass der Verteilnetzbetreiber, wie auch schon bisher, seine Netzzeitreihen, die die Summe sind von Netzgangzeitreihen, an seine benachbarten Verteilnetzbetreiber schickt und jetzt zusätzlich an den Übertragungsnetzbetreiber in der Regelzone, in der er ja ist. Heißt, im Prinzip wird die Summe der ganzen Energiedaten in dieser Summenzeitreihe namens Netzgangzeitreihe an den Übertragungsnetzbetreiber übersendet und der hat dann entsprechende, ja, das ist eine MS-Cons, der hat dann entsprechende Energiemengen, mit denen er dann die ja, ganz scharfe Abgrenzung von einzelnen Bilanzkreisen und insgesamt der Regelzone durchführen kann, um eben dann auch wirklich sauber nachvollziehen zu können, wo vielleicht eine ja, Ungleichheit in den einzelnen Bilanzkreisen und Bilanzierungsgebieten vorliegt. Dafür ist diese Übertragung der Netzgangzeitreihe vorgesehen. Das ist tatsächlich am Ende des Tages so eine richtig netztopologische Abgrenzung. Das heißt wirklich so, okay, ein Bilanzierungsgebiet ist ja ein Netzgebiet, damit ein geografisch ganz klar abgegrenzter Bereich. Und in diesem Bilanzierungsgebiet sind ja dann Verbraucher und Einspeiser und die sind dann jeweils von einem Versorger in einem Bilanzkreis dargestellt und die Daten dieses Bilanzkreises sind dann nachher wichtig für die Bewirtschaftung durch den Bilanzkreisverantwortlichen und genauso gut sind die Gesamtdaten dieses Bilanzierungsgebiets auch entsprechend wichtig für den Übertragungsnetzbetreiber, für die restlichen Abgrenzungen. Das läuft ja, wie wir es erkennen, ja auf verschiedenen Ebenen. So, weiter geht's. Ganz wichtig ist, das Ganze hat natürlich auch Hintergründe. Ich will mal kurz was zitieren aus diesem Beschluss der Bundesnetzagentur. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen zudem, dass diese Aggregationsstufe, heißt also Bilanzkreis, in der Regel, Übertragungsnetzbetreiber prüft die Daten des Bilanzkreises, in der Regel erst zum Ende der Datenclearing-Phase, also rund 30 Werktage nach Ende des betreffenden Liefermonats,
also über einen Monat später, eine als abrechnungsfähig zu bezeichnende Datenqualität erreicht haben. Heißt also, ganz oft ist es so, dass die Bilanzierungs-Clearings-Aufgaben, die ja ganz normal laufen, tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Daten in ihrer kompletten Korrektheit erst über einen Monat nach dem Liefermonat ja, zusammengeführt worden sind. Weiter geht's aber. Und das hat sich dann eben auch bei der Ursachenforschung der Übertragungsnetzbetreiber wegen Juni 2019, wegen dieser Unklarheiten damals und dieser Schwankungen gezeigt, dass tatsächlich erst rund 6 bis 7 Wochen nach Ende des Liefermonats, also noch später, 1,5 Monate später, die Möglichkeit bestanden hat, die Bilanzkreissummen, die aggregierten Bilanzkreissummen tatsächlich auch konkret zu bewerten und dann zu sagen, wer hat hier vielleicht was falsch bewirtschaftet. Und in den schlimmsten Fällen waren es sogar 9 bis 10 Wochen. Das war der Status quo. Nicht nur, dass wir also insgesamt ganz oft mit nur sehr geschätzten Prognosen gearbeitet haben, auch die konkrete Prüfung, die dann durch die Bilanzkoordinatoren, durch die UNBs stattgefunden hat, die ist ganz oft erst 1,5 bis 3 Monate nachher, nach dem Liefermonat, wirklich durchgeführt worden. Die Prüfung und die Einschätzung ist halt so spät immer erst stattgefunden, weil sie die Daten eben nicht selbst vorliegen hatten. Jetzt sollen sie diese Daten direkt selbst bekommen und damit läuft das halt ein bisschen besser. Aber es gibt noch eine weitere Änderung, die ich noch erwähnen möchte. Es gibt auch noch eine Anpassung im GPKE, nämlich der Prozess der Stammdatensynchronisation, den es ja dann schon gibt. Der bedeutet, dass es einen ständigen Loop gibt zwischen dem Lieferanten, dem Verteilungsbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber für alle IMS-Daten, nämlich für die ja auch der UNB nachher die Verantwortung hat. Dieser wird jetzt erweitert auf alle RLM-Daten, sodass alle RLM-Stellen jetzt eine komplette Stammdatensynchronisation zwischen Lieferant, Verteilungsbetreiber und Übertragungsbetreiber haben werden. Der Prozess ist ja schon bekannt und der ist ja schon ganz normal. Aber der Prozess war ja so geplant, dass eben die IMS nur davon betroffen sind. Das heißt, die werden erst nach und nach wachsen. Jetzt kommen von einem Mal am 1.4. von heute auf morgen 400.000 RLM-Zähler in genau diese Stammdatensynchronisation. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ganz schön viel, aber prinzipiell sollte da nicht so viel schiefgehen, weil die Stammdatenqualität dort ja eigentlich relativ hoch sein sollte, weil das sind ja bekannte RLM-Lieferstellen, die gibt es ja schon immer. Und ganz wichtige Unterscheidung, das wird auch hier nochmal ganz klar gestellt, hierbei ist darauf hinzuweisen, dass ausschließlich solche Stammdaten an den UNB übermittelt werden, die erforderlich sind, um die Zuordnung und Verbuchung der eingehenden Einzelmesswerte zum jeweiligen Bilanzkreis sicherzustellen. Nicht an den UNB übermittelt werden in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten wie etwa der Name und die Adresse des Kunden. RLM ist ja im Regelfall ein Industrieunternehmen oder ein großes Gewerbeunternehmen, deswegen ist, sagen wir mal, Datenschutzgrundverordnung auch noch nicht so sehr betroffen, aber es ist schon mal gut zu wissen. Die Datenqualität von Name, Adresse und Co. ist relativ irrelevant. Es geht hier also um mehr sowas wie die typischen eineindeutigen Daten, Marktlokations-ID, Messlokation und dann eben tatsächlich die Energiemengen, die dort noch im Hintergrund laufen und dann sowas wie die verschiedenen bilanzierungsrelevante Stammdaten. Das sollte also relativ gut laufen. Das ist die Hoffnung. Das sind die drei großen Anpassungen, die jetzt also durch diese RLM-Aufgaben für den UNB zustande gekommen sind, durch den Beschluss am 11. Dezember 2019. Das ist schon relativ spannend. Und wir werden mal schauen, wie das konkret läuft, was da konkret schief gehen wird. Wie gesagt, die Datenqualität als solche sollte relativ hoch sein. Aber wenn es nicht ist, dann wird es da manuellen Klärungsbedarf bei den UNBs geben, die ja sowieso schon personaltechnisch oft ein bisschen sehr ausgelastet sind. Letzte Info dazu, wenn die Energiedaten mal nicht zur Verfügung stehen von den RLMs, was zum Beispiel auch dadurch passieren kann, dass 80% davon durch den Mobilfunk die Daten übertragen. 80% der 400.000 RLM-Zähler haben eine Mobilfunkübertragung. Wenn die Daten nicht zur Verfügung stehen, findet eine bilaterale Klärung zwischen Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber statt. Das muss auch jemand machen. Das wird sehr lustig. Jedenfalls, diese Dinge passieren jetzt zum 1.4.2020. Es wird super spannend. Habt ihr Fragen dazu? Habt ihr Anmerkungen dazu? Habt ihr dazu schon Erfahrungen gemacht, weil ihr vielleicht bei dem UNB seid? Dann schreibt das mal unten in die Kommentare oder schreibt mir direkt, wenn das nicht so öffentlich sein soll. Und dann tauschen wir uns mal dazu gerne aus. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und hier zeige ich euch nochmal ein weiteres Video zu den UNBs. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.